Here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying. Guten Morgen, wir sind wieder zurück zu Hause. Und ja, wir waren ja im Kitzbühel und hatten dort ein paar schöne Tage. Jetzt bin ich gerade auch am Iliana füttern. Ich gebe ihr heute noch die Süßkartoffel, die ich eingefroren habe. Ja. Allgemein ist mir aufgefallen, dass Iliana echt mega gerne Gemüse isst. Also sei es Karotte, Kartoffel oder Süßkartoffel. Also sie mag echt alle drei. Das sind zumindest die drei, die ich ihr bisher gegeben habe. Aber bisher hat sie die echt geliebt. Sie hat sogar immer so ein ganzes Gläschen voll gegessen. Also das fand ich echt krass. Und ja, das werde ich ihr jetzt erstmal geben. Übrigens sind Maren und Tobi gerade da. Und die schlafen noch. Und heute hatten wir vor, mit den Freunden zu brunchen. Das, also hier bei uns zu Hause. Deswegen werden wir später gleich einen Brunch vorbereiten. Ich bin natürlich die Erste, die wach ist. Ich bin gestern erst um 2 Uhr nachts oder so eingeschlafen. Aber Iliana ist schon seit 5 Uhr morgens wach. Gut, deswegen habe ich auch nur 3 Stunden geschlafen. Dafür ist sie halt gestern auch schon um 21 Uhr oder so eingeschlafen. Ja. Essen wir jetzt zusammen was? Yeah! So, wir bereiten gerade alles fürs Brunchen vor. Hier so ein paar Brötchen, süßes Zeug, Avocado, Gurke, wir haben auch einen Salat gemacht. Und hier wird auch noch einiges vorbereitet. Und es gibt Milchreis mit Kokosmilch. Das schmeckt echt richtig gut. Julie und Leo kommen aus Haushalten, wo die Mutter alles gemacht hat. Ja. Aber wie ist eigentlich nicht die Mutter? Gossip! Das kann ja richtig klicken, Alter. Ja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir uns... Wir haben es satt. Ja, wir haben keinen Bock mehr. Protestieren. Weil ich wollte aber nämlich gerade... Ich habe nämlich den Tisch gedeckt und habe Gläser draufgestellt. Und dann wollte ich so die Gläser rausholen, dann nehme ich das so raus. Und ein paar Gläser waren einfach noch voll dreckig, also von der Spülmaschine. Es ist halt manchmal so, dass sie halt dreckig rauskommen, so. Und wir sagen den Jungs jedes Mal, wenn sie dreckig sind, dann räumt sie bitte nicht in den Schrank, sondern spült die mit der Hand oder macht sie wieder in Geschirrspüler oder was auch immer. Aber nee, wir haben ständig dreckige Gläser hier drin und dann haben wir gerade darüber geredet, wie peinlich das eigentlich ist, wenn wir Gäste haben und die sich dann dreckiges Glas aus dem Schrank holen. Sich dann die Kumpels von Julie und Lea denken sich, boah, die Mädels. Ja. Die Mädels waren das. Die Mädels haben ihren Haushalt gar nicht im Griff. Genau. Katastrophe. Deswegen haben wir überlegt, komm, wir machen jetzt einfach mal gar nichts. Aber wie ist das denn, wenn die auf den Philippinen sein? Das sind die auch hier. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube. Die holen sich bestimmt irgendwie heimlich jemanden hin. Aber guck mal, als wir von den Philippinen gekommen sind, also es war wirklich an dem Tag, haben wir komplett alles geputzt. Da waren halt aber guck mal. Juli hat mir sogar noch ein Bild geschickt von Leo, wie er wischt. Da hat gesagt, wir putzen extra alles, bevor er kommt. Und ich dachte mir so, als er zurückkam, dachte mir so, okay, wo? Weil der Kinder war, ich kann ohne Scheiß, wo die Spülmaschine ausgelaufen ist. Und Kat steht da, will alles aufwischen und Leo so, steht so da. Er guckt noch nicht. Ich dachte mir zu helfen, gell? Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so ist. Stellt euer Mann, Freund auch dreckige Gläser? Also bin ich alleine. Ja, vor allem, guck mal, Wäsche. Wenn wir nicht zu Hause sind, dann machen die Jungs einfach keine Wäsche. Doch, die machen Wäsche. Okay. Aber die waschen nur ihr Zeug. Und dann sind es wirklich nur so 2 T-Shirts, ein Hemd und eine Hose. Das waschen die dann nur. Irgendwie so, okay, gut. Also bei euch läuft. Ja. Also ich habe mir gedacht, letztens haben Kat und ich noch gesagt, komm, wir waschen jetzt einfach nur auch nur unsere Wäsche. Mhm. Wir können gucken, wie sie ihre Wäsche selber machen. Boah, Alter. Dieser Moment, wenn man eine Salami-Packung aufmacht. Ich weiß nicht, wie man das so schön anrichtet.
Kat, ist doch scheiße. Leg das einfach so. Guck mal, nimm das so und mach so. Fertig. Also das sieht schon schöner aus. Ewig. Hä, hey, bist du nicht verarschen? Das ist so. Wie schön aus ist das? Das muss doch appetitlich sein. Eigentlich ist es scheißegal. Eigentlich können wir auch nur die Packung dahin legen. Ja, aber das ist jetzt ein offizieller Brunch. Ja, ich finde es auch süß. Sie sind einfach so akkurat mit den Trauben und den Dingen da durchgezogen. Ich dachte, so drei. Ja. Okay, gut. Ja. Dieser Salat, findest du es so schöner? Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr es schöner so oder so? Du musst dann auch noch ein paar Trauben als Kekse machen. Ah, okay. Übertreib. Ja, doch. Ja. Wir haben uns hier jetzt alle versammelt. Unser Brunch ist schon fertig eingerichtet, aber... Und die Palme fehlt. Ja, die Hauptgäste fehlen. Wir warten schon seit 20 Minuten. Eine halbe Stunde jetzt. Halbe seit Stunde. 33 Minuten. Mein Nutella geht schon auf, Alter. Hier sitzen wir seit 33 Minuten. Paddy und Katrin, seht ihr das? Die sehen es nicht, weil die sind nicht da. Ja, die sollen den Vlog machen. Und wir denken uns so, wir haben Hunger. Wir wollen jetzt anfangen, gell? Ja, wir haben alle schon was genascht und sind jetzt schon fast. Aber wir geben denen jetzt ein richtig schlechtes wollen Gewissen. Wir eine Runde Mario dadurch alle hier schon bereit. So, boah, das Brot war gerade noch so geil. So das oh Mann, der Milchreis ist kalt. Kalt. Eine Runde Mario Party zocken? Ja, hab ich auch eben schon. Wenn die kommen, gehen, verstecken wir uns. Gegangen. Ja, stimmt. Oh. Genau, Maren und Tobi sind, wir haben sie verarscht, Maren und Tobi sind anscheinend gegangen, weil die, schon, weil die zu spät sind. Genau. Und jetzt könnt ihr mal die Kommentare schreiben, wie würdet ihr, warte, wie würdet ihr das so? Ich habe geschrieben, so sind los, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Mal und so ein Smiley und dann so viel Spaß beim Brunchen. Kat hätte es so gelesen, so sind los, viel Spaß beim Brunchen. Ja, genau. Ja. Und ich so, nein, ich meinte so, so sind los, viel Spaß beim Brunchen, grins. Aber ich hätte es auch so verstanden wie du. Ja. Ich hätte gedacht, weißt, dass du piss bist, weil die halt zu spät kommen, weißt, und dann sagst du halt so, sind jetzt los. Ach so, nee, aber ich würde es mir niemals rausnehmen, wenn jemand zu spät ist, piss zu sein, weil ich bin auch immer eine halbe Stunde zu spät. Eine halbe Stunde ist schon, also eine halbe Stunde ist zu lang. Man kann schon so 10 Minuten zu spät kommen. Nee, bei mir ist manchmal sogar hart eine Stunde. Eine halbe Stunde ist schon lang. Ich kann mich daran erinnern, wir haben gestern auch auf dich gewartet, oder? Wo war's? Wie, wo war's jetzt? Nee, es kommt drauf an, wenn man sich so zum Chillen trifft, ist das ja mal okay. Ja, wenn man zum Beispiel so essen oder so ist schon. Ja, fertig. So ein gesetztes Ding. Man respektiert Stini. Die Zeit des anderen nicht. Wir sind ziemlich deutsch so. Endlich ein. Sie sind. Wie soll ich verstecken? Hallo. Hallo. Habt ihr euer Zeug dabei? Verarscht. Hallo. Und Maren, du bist doch da. Hi. Oh, das ist ja verarscht. Ich hab dich verarscht. Danke für die Klamotten, gell? Bitte. Morgen. Morgen. Hallo, nicht anhusten. Sieht irgendwie noch schon so fit aus. Ah, ich hab's nicht gesehen. Guck dir einfach mal mit rum. Maren! Ich hab gedacht, Tobi ist mir aufgefallen wegen dem Auto! Nee! Alter, oh mein Gott, Leute, Nala hat gerade eine Maus mit reingebracht. Und die ist noch lebendig. Maren versucht sie gerade zu retten. Übrigens, die Maus ist anscheinend alleine wieder rausgegangen, aber man weiß es nicht. Also, das haben die Jungs behauptet. Glauben wir das einfach mal. Ja, kaum sind wir zu Hause, schon stehen hier wieder mal viele Pakete. Die müssen wir auf jeden Fall morgen alle aufmachen. Ja. Wann ist fertig essen? 15 Minuten. Okay, bis gleich. Wir sind jetzt übrigens im Auto auf dem Weg zum Hans im Glück. Wir haben nämlich dort bestellt, weil wir sehen alle aus wie Scheiße. Deswegen haben wir gedacht, wir bestellen lieber, weil dann müssen wir uns nicht fertig machen. Ja. Und deswegen holen wir jetzt das Essen ab. Heute ist irgendwie voll der typische Sonntag. Wir chillen die ganze Zeit zu Hause, haben Spiele gespielt. Die Palmes sind jetzt schon nach Hause gegangen, weil die hatten noch viel Arbeit zu erledigen. Habt ihr schon gewusst, dass unser Kanal nächstes Jahr gelöscht wird? Ja. Wir werden nächstes Jahr uns einen neuen Job suchen müssen. Die einen oder anderen haben es vielleicht schon mitbekommen, ne? Hashtag Save Your Internet. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann irgendwie.
Irgendwie glaube ich schon. Das kann ich niemals machen. Also hängt so viel davon ab irgendwie. Ja, weil das Ding ist, also eigentlich haben die nicht direkt gesagt, dass YouTube Kanäle löscht, sondern wenn dieses Gesetz quasi in Kraft tritt, also Artikel 13, wäre die Folge darauf, dass Kanäle gelöscht werden müssen, weil wir halt einfach, weil YouTube nicht die Strafen zahlen will, falls irgendwelche Kanäle halt gegen Urheberrechte verstoßen. Und ach, ihr kennt das Video bestimmt, also da wurde das alles erklärt. Ich habe es bestimmt jetzt voll falsch erklärt, aber ihr wisst bestimmt, worum es geht. Viele haben uns geschrieben und ich meine, wir haben es auch mitbekommen. Ich glaube, wir müssen einfach mal abwarten, weil ich habe gehört oder ich habe auch gesehen in vielen Videos, dass schon vor einem halben Jahr wurde schon Videos hochgeladen, wo es darum ging, dass YouTube es bald nicht mehr so geben wird. Deshalb dieser Artikel ist ja eigentlich schon lange im Gespräch. Nur habe ich das Gefühl, es ist jetzt erst so richtig bei den Leuten angekommen. Und weil auch dieses eine Video von Wissenswert war es, glaube ich, in den Trends war auf YouTube. Also wir wissen es jetzt nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber abgesehen von diesen Lifestyle-Kanälen, so wie auch der Typ in diesem Video gesagt hat bei Wissenswert, weil es sogar solche lehrreichen Videos, solche wichtigen, ja, wo man sich halt weiterbildet. Man kann nicht einfach googeln, wie eine Strandmuschel wieder zusammen, weißt du, sowas. Oder, keine Ahnung, so Mathematikvideos. Damals habe ich auch also wirklich YouTube-Videos angeschaut, womit zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt also, der Satz des Pythagoras oder sowas. Also es ist schon hilfreich. Und ja, wenn es diese ganzen Kanäle nicht mehr gibt, dann was machen wir dann? Also ja, klar, voll viele sagen ja dann, früher gab es auch kein Internet und keine Ahnung was, aber jetzt ist es einfach, YouTube macht das Leben einfach leichter. Es ist einfach, ja genau, und man, keine Ahnung, man, früher haben die Leute halt einfach so gelebt, ohne irgendwie ein Wissen zu haben und keine Ahnung, die glauben halt nur das, was die halt so von anderen Leuten gesagt bekommen, aber jetzt informiert man sich ja wirklich und schaut sich Videos an und keine Ahnung was. Das ist einfach komisch, dieser Gedanke. Dieser Kanal, unser Leben wird gelöscht. Die letzten 4 Jahre, ja, wo wir unser Leben aufgenommen haben, oder 3 Jahre, ja, wird allem, einfach gelöscht. Die ganzen Videos waren umsonst. Vor allem, wir haben eigentlich, also in unserer Anfangs-Anker-Zeit, haben wir die ganzen Videos eigentlich auf Festplatten festgehalten. Mhm. Und dann dachten wir dachten so, ja, wir müssen es halt alles aufheben, so für uns. Aber dann dachten wir irgendwann so, ist egal, Scheiß alles auf YouTube. Das wird für immer da sein. Was einmal im Internet reinkommt, ist immer im Internet. Aber ja, anscheinend nicht mehr. Also die ganze Urheberrechtsgeschichte ist eh so ein heikles Thema. Weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es einfach viel strenger als in anderen Ländern. Oder in Europa allgemein. In Europa, das ist so klar. Aber so, Europa, ich habe das Gefühl, in Amerika könnt ihr alles angucken und keine Ahnung was. Oder in Asien. Da haben die irgendwie nicht so, also die sind irgendwie nicht so streng. Ja, egal. Auf jeden Fall, falls ihr darüber noch nie was gehört habt, was ich nicht glaube, dann könnt ihr gerne mal auf YouTube, solange es noch YouTube gibt, euch darüber informieren, über dieses Gesetz und um was es da richtig geht. Wir haben uns auch mehrere Videos angeschaut und eignet euch so viel Wissen ein. An solange es noch geht, weil bald ist YouTube weg und dann werden wir alle dumm sein. Wir werden alle kontrolliert vom Staat und Leute, so können wir nicht weiterleben. Yay. So, Bestellung abgeholt. Wir essen jetzt alle gemeinsam. Ja, ich habe 2 Süßkartoffelpommes. Das ist ein Salat. 2 Portionen Süßkartoffelpommes. Ich habe 1 Pfund genommen und die haben es halt auf 2 verteilt. 1 Pfund Fritten. Ja. Also wenn du willst. Eine Viertel hätte nicht gereicht. Weiß noch nicht. Ich habe Hunger gehabt. Habt ihr eigentlich schon überlegt, was ihr nächstes Jahr macht, also beruflich? So wie YouTube. Glaub mir dran. Ich wollte mal kurz Arzt ausprobieren. Ja, ich glaube, ich bin dann seine Krankenschwester. Ja, ich bin LKW-Fahrerin. Oder ich mache ein Taxiunternehmen auch. Ja. Ja.
Genau. Super, geklärt. Ich bin im Büro, ich kläre da nicht. Ich mache einen Reifenwechsel. Ja, wir können so ein ganzes Ding machen. Ja. Und Eliana, du arbeitest im Customer Service, bist du nicht Telefonat? Ja. Hallo Eliana. Nee, aber glaubt ihr das? Dass unsere Kanäle gelöscht werden? Ja. Ich das Einzige, was ich nur glaube, ist, dass einfach auch eine riesen Panikmache ist. Extra weil von YouTube. Genauso wie ich von Mr. Wissen to Go auch gehört, oder den Bericht dazu gehört habe, er sagt ja, zu 100% kann das ja nicht sagen, aber YouTube würde sich ins eigene Fleisch essen und man muss einfach mal die Fakten sehen. Die setzen Milliarden mit uns um. Die werden das doch bestimmt nicht einfach so wegbrechen lassen. Ja, aber die Angst ist ja von YouTube, dass sie Millionen von Strafen bezahlen. Selbst dann machen sie Plus, aber die nutzen uns, weil es ein Machtkampf zwischen der EU und Google ist. Ja, also, wir setzen die praktisch unter Druck. Die machen das schon extra. Nur, was machen sie? Die werden jetzt bestimmt mich zur Waffe nehmen und sagen... Guck mal, den Artikel gibt es ja schon länger. Der ist ja jetzt nicht einfach da. Ja. Jetzt kommt es halt auf, weil Google sich jetzt denkt, so, wir nutzen jetzt halt unsere Reichweite und setzen jetzt halt die EU unter Druck, weil die sehen jetzt alle, sagen gerade, freie Meinungsäußerung, bla bla bla. Und wir wollen halt... Das, was wir dann alle machen, und zwar die Videos darüber erstellen und die Panikmache und die Kommentare und das alles, setzt sie unter Druck. Das setzt einen viel höheren Druck aufs EU-Parlament oder auf die EU nachher aus, als wenn Google jetzt irgendwie einfach nur so irgendwas sagen würde, wie, nein, wir zahlen nicht. Ja. Also ich habe mich darüber nochmal eingelesen. Das ist eine Richtlinie, weil die kann jedes Land für sich nochmal einzeln auslegen. Ja. Und die wurde schon wieder bearbeitet. Mhm. Und zwar wurde die wieder offener gestaltet. Also es ist, außerdem bis es dann nochmal ins Gesetz, ins Landesgesetz selber gegossen ist quasi, dauert es auch erst nochmal. Nee, ich arbeite mit Tieren dann zusammen. Du kannst Mäusejägerin werden. Zum Beispiel. Ja, Anna, und du machst was? Weg. Kita. Ja, mach ja, Kita dafür, Kinder. Ja, muss ich eine Ausbildung machen. Boah, kein Bock auf die Eltern. Boah, gar kein Bock. Ey, wie werden die Eltern? Ja, wie ihr seid die Eltern. Nee, wie wären dann die Eltern für die Zukunft? Also ihr seid dann die einzigen Kunden. Wir passen auf. Ja, wir müssen dann nochmal über den Preis handeln, weil im Mäusegeschäft sind jetzt nicht so viele Mäuse zu holen. Die Leute würden schon schreiben, oh Gott, Anna-Maria könnte niemals eine Kita aufmachen, bei die informiert sich nicht mal über Babys und bla bla bla. Aber einer geschrieben, kann es sein, dass Anna ein bisschen dumm ist? Auf Kommentar. So, what the fuck? Also ich mach, kann sein. Warum werde ich einfach, nicht genannt in den Kommentaren? Jeder soll doch einfach machen, wie er will. Ja, wo steht geschrieben, du musst es so machen? Im Internet. Also, okay, wow, okay, bitte Artikel 13 durch. Ja, aber ich denke, wir können auch so, einer, der was geschrieben hat, ist selber dumm. Das ist kommentiert drunter, Kommentar kommentiert. Selber, lach du bist selber dumm. Ja, du bist doof. Selber. So, Maren und Tobi sind gerade gegangen und wir haben noch ein bisschen aufgeräumt. Maren und Tobi haben auch noch ein bisschen geholfen, aufräumen. Immer wenn so viele Leute da sind, dann bleibt alles so stehen und liegen. So, ihr kennt es ja, man will ja nicht aufräumen, wenn man gerade chillt. Und das hier steht noch an, aber gerade ist die Spülmaschine an und läuft. Ich habe heute mal mich intensiv mit einer Spülmaschine beschäftigt, weil ich mache halt das so, was ich so kenne, also ungefähr von meinen Eltern so mitbekommen habe. Und ja, wie ihr schon mal das letzte Mal gesehen habt, ich habe einfach Spülmittel reingemacht, weil Mama gesagt hat, ich soll Spülmittel reinmachen und dann wurde das zu einem kompletten Chaos. Und ja, hier war die komplette Schaumparty. Und ich habe heute mal gegoogelt, wie benutzt man eine Spülmaschine richtig? Ja, zum Glück gibt es Google. Ja, und ich habe jetzt mal Speisesalz reingemacht mit einem Tab und Klarspüler. Also alles zu dritt, das habe ich noch nie so benutzt. Viele von euch machen das bestimmt auch so. Und ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass unser Geschirr blitzeblank ist. Genau. Und ja, ansonsten schminke ich jetzt ab und
Ich mache mich Bett ready. Anna und ich haben auch noch so viel Wäsche zu waschen. Es bleibt so viel Wäsche übrig. Also es bleibt so viel Wäsche liegen. Und irgendwie kommen wir gar nicht hinterher. Also wirklich, das läuft. Ich weiß nicht, ob wir euch überhaupt schon mal unser Vorratsraum gezeigt haben. Aber das ist ein komplettes Chaos hier. Das müssen wir mal alles aufräumen. Weil es ist voll viel nur Müll. Die zwei Maschinen hier laufen echt den ganzen Tag und der Berg wird nicht weniger. Das ist echt ein Scheiß. Es sind halt 5 Leute im Haushalt. Das ist schon viel Wäsche, ne? Ja, ich mache jetzt Bett ready, schmück mich ab und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao!